Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. Wir haben die Geschichte auf dem Schiff heil überstanden und haben auch schon wieder jemandem geholfen. Und jetzt ist die Frage, was wir als nächstes tun. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier ist nichts markiert. Dementsprechend hat sich ja unser Onkel noch gemeldet. Da Wiedergutmachung. Da werden wir dann jetzt mal hinfliegen und treffe ich mit Onkel Aaron und schauen einfach mal, was der Gute uns zu erzählen hat. Und ja, vielleicht versöhnen wir uns ja auch mit ihm. Mal schauen. 4000 Meter. Das ist eine ganz schöne. Okay, und jetzt gleite hinüber. Und jetzt geht's weiter. Wuhu! Ja, doch, das muss das mal wieder reinkommen. Das funktioniert doch ganz gut. Und die Überfälle und so. Sorry, aber die mache ich nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu. Hier sind noch ein paar andere Sachen. Wir decken, glaube ich, jetzt gerade ein paar bisschen auf, weil wir halt so weit fliegen müssen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt gehen wir in. Oh nein. In den Bereich von Pete rein. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Wow. Können wir rüberfliegen? Rüberschwingen? Rüberschwingen wir nicht? Das geht schneller, okay. So, jetzt kannst du wieder schwingen. Ein Foto wieder, das war fest. Da kommen wir überall nochmal hin. Wir wollen jetzt erstmal direkt zur Hauptquest tatsächlich. Wir werden ja die ganzen Bereiche des Öfteren absuchen und befliegen, denke ich mal. 1500, wir sind schon fast da. Das ist doch mal was. Hey. Änderung verfügbar. Aber nicht unsere, sondern Markus' Erinnerung. So, hier ist der Central Park. Mal gucken, wie viel wir jetzt aufgedeckt haben. Da seht ihr, wie wir geflogen sind und einiges aufgedeckt. Aber wir haben ja Zeit, Leute. Wir haben ja Zeit. Wir müssen ja nicht gleich alles machen. Upper West Side. Da sind wir. Müssen wir das wirklich mit der Maske machen? Vielleicht. Ganz ruhig. Ich will nicht, dass mein Neffe mir nochmal in den Hintern tritt. Dein Dad hat mich immer genauso angeschaut. Ja, warum nur? Kleiner? Martin Lee. Jemand hat ihn befreit. Ich weiß, was du denkst, Miles. Das ist nicht deine Schuld. Wir dürfen ihn hier nicht reinlassen. Das ist auch eine Art Gefängnis. Das ist nicht so einfach. Habe ich nie gesagt. Aber manchmal muss man die Vergangenheit abschütteln, um Platz für die Zukunft zu machen. Darum habe ich angerufen. Du musst was für mich besorgen. Ich könnte es selbst, aber durch die Bewährung ist Prowler in Rente.
Was genau? Nur alte Technologie, die von der Straße muss. Versteckt in einem stillgelegten Roxxon-Labor im Central Park. Ja, das kenne ich. Lässt du den Prowler wirklich hinter dir? Hinter uns. Was vergessen? Wer hast du? Und Miles, was Lee angeht, tu nichts Dummes. Beherrsch dich. Ja. Ich glaube, mit 17 oder lass es jetzt 18 sein, ist Temperament eine Sache. Ich mein's ernst, Miles. Der Kerl kann angeblich dein Gehirn in Rührei verwandeln. Lass es bleiben. Was gibt es sonst so bei dir? Wie läuft die Schule? College? Hast du eine Freundin? Ich weiß nicht. Also gibt's jemanden? Ich bin hier. Wonach suche ich? Sperr die Augen auf, Neffe. Als ich deine Maske hatte, habe ich sie mit Prowler-Code versorgt. Das sieht dir ähnlich. Das Versteck ist unsichtbar, bis es meinen Anzug-Code erkennt. Was ist das? Achso, L2. Hier gibt es noch. Okay. Dann musst du noch den Schlüssel entziffern. Versuch's. Nicht schon mal. Halte L2 und R2 innerhalb der Grenzwerte, um den Code zu stabilisieren. Wow. Fertig. Wow. Nicht schlecht, Kleiner. Bringe dich in die Position, von der uns aus. Was? Ups. Noch ein Tor. Sag nicht schon wieder. Ah! Das ist nicht nett. Cool. Bringe dich in Position. Hier unten geht's nicht auf. Schaltfreich wie enthält der Seltreich. Da oben. Muss ich jetzt auch rein? Ah, okay. Wärst ein toller Prowler geworden. Jetzt solltest du versuchen, reinzukommen. Da rein? Jo. Das ist abgefahren. Der gesamte Raum war versteckt? Interessant, ne? Erstmal umgucken her. Aha. Geschafft. Sagst du mir endlich, was los ist? Alte Anzugprototypen. Darf sie behalten. Steckt gute Technik drin. Cool. Das kann ich brauchen. Okay, du hast ein seltenes Technikteil erhalten. Nutze deine Ressourcen, um neue Anzüge, Geräte und Anzugtechnologien freizuschalten. Du kannst deine Kampf- und Fortbewegungsfähigkeiten verbessern, indem du Anzugtechnologie aufrüstest. Okay, wähle Gesundheit aus.
Gesundheit werden wir auf jeden Fall vollballern, Leute. Das ist so klar. Sammeln wir dazu zusätzliche Ressourcen, um deine Anzugtechnologie noch weiter auszurüsten. Ja, okay, was haben wir hier? Erfolgreiche Parieren gewährt dir ein wenig Heilung. Jedes perfekte Ausweichmanöver gewährt dir wenig Heilung. Wir können gar nicht. Wir haben nicht genug Technikteile. Okay. Interessant auf jeden Fall. Was haben wir hier? Auch nicht genug Technikteile, aber interessant. Das ist ja jetzt von Pete. Wenn wir jetzt... das ist für beide. Wahrscheinlich für beide, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. 8 neue Anzüge. Den. Was haben wir hier? Okay. Könnte man wahrscheinlich aktivieren hier, ne? Ja. Verbesserter Anzug. Aha, den könnten wir schon anziehen, aber man könnte den auch verbessern auf jeden Fall. Könnte den. Ah, und dann könnte man jetzt sagen, okay, ich hätte den gerne in Schwarz-Weiß. Interessant. Ah, ja. Aber man muss das erst mal. Ne? Wendestein. Moment. Das ist mal den Gemeinschaftscode hier. Katapultsprung. Sollen wir hier hochprallen? Looping. Das ist eher eine Spielerei. Was ist das? Combo auffüllen. Gewährt eine Chance auf Gratisgeräte. Schuss am Ende einer 4-Treffer. Und das ist das erfolgreich Parieren eines Angriffs leichten Gegners bewirkt, dass er die Waffe verlässt. Okay, dann finde ich das besser hier. Schön nach oben kicken. Ah, okay, wir können gar nicht. Wir haben gar keinen Punkt mehr. Okay. Hör zu, das ist nicht das einzige Versteck. Onkel. Wer auch immer Liebe freit hat, meine Technik scheint genau ihr Ding zu sein. Sie soll nicht in die falschen Hände geraten. Damit vertraue ich nur dir. Okay, verstanden. Die Koordinaten sind in der Maske. Danke, Neffe. Und wir sehen uns. Was Marvul dazu sagen wird? Ich habe von dem Transfer gehört und von... Alles in Ordnung? Ja, Ma. Mir geht's gut. Ich habe Onkel Aaron gerade bei etwas geholfen. Ah. Wie geht es ihm? Er gibt sein Bestes. Das ist schön. Wir sehen uns zu Hause, Ma. Und bevor du wieder fragst, mir geht es wirklich gut. Versprochen. Hab dich lieb. Ab in die Stadt, um zu sehen, was los ist. Vielleicht finde ich dabei sogar Lee. Okay, ich werde jetzt erstmal gucken hier. Hier ist auf jeden Fall ein Punkt. Den können wir ja gerne mal... abklabüstern, dass wir ein paar Fotos machen. Was ist mit der Clubmesse? Bist du unterwegs? Oh, genau, die ist heute. Mr. Atlas wird hier sein. Er hat das beste Musiktechnologieprogramm weit und breit. Und es werden Stipendien vergeben. Ich habe so viele Fragen an ihn. Bin bald da. Ja, machen wir noch. So. Genau, ich wollte ja hier. Mal kurz Fotos machen, ne?
Ja, das wird gehen. Erinnert mich an einige Leserbriefschreiber beim Bugle und ein... Yep, nochmal. Und hier haben wir auch noch einen und danach haben wir noch... Gesandter Mitarbeiter. Meinungsfreiheit ist eine tolle Sache. Aber wenn man eine Sache immer wieder wiederholt, wird sie nicht wahrer. Ja, das stimmt. So, wir spielen falsch. Die Stadt wirkt ziemlich ruhig. Noch immer keine Spur von Lee oder den Typen, die ihn haben. Ob Pete wohl mehr Glück hatte als ich? Der Heilung der Welt, Buchmesse. Oh. Hallo. It's our hood. War das nicht so? Und das. Oh, kommt klar noch. Mannschaft, zu weit weg. Zu weit weg? Selbstbewusst, mein Freund. Super. So. Das geht immer schnell. Ja, ja, ja. Missionen. Greenwich. Okay. Nein, ich war zur Karte. New York City. Das Basketball-Meck. Ja, ja, ja. Klar, man braucht nur einen Ball und einen Korb. Aber wenn die Leute aus den Fenstern hängen, um zuzusehen, die Spieler sich gegenseitig angehen und die Bälle auf den Asphalt aufschlagen, kein Wunder, dass es als Spiel der Großstadt gilt. Das ist es. Brandschutz. Ich bin ganz schön viel Brand. Perfekt für Robbie. Naja, wenn ich reich wäre, würde mir das Panorama auch gefallen. Ich hätte zwar auch Angst, dass ich die Bälle vom Dach spielen würde, aber sie können sich sicher leisten. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt ein paar Nebendinger gemacht. Missionen. Feuerwerk auf dem Dach. Die haben wir ja abgeschlossen. Prowler-Versteck. Ist noch ein Prowler-Versteck? Wo haben wir noch ein Prowler-Versteck? Ach so, da. Ja gut, da sind wir jetzt nicht. So, hier die Flamme. Wo warst du? Finanzviertel verfügbar. Okay. Und Brooklyn Vision. Wo geht's denn da hin? Das ist Brooklyn Vision, ne? Ja, okay. Das ist die Erinnerung von Marco. Foto, Prowler Versteck. Foto. Foto? I don't know.
Nichts. Okay, ja, dann machen wir auf jeden Fall Hauptquest. Sorry, aber. Ja, hier ist ja abgeschlossen. Verfügbar, verfügbar, verfügbar. Wo müssen wir denn hin? Ich will einfach nur spazieren. Stadt zu sehen, Menschen zu hören. Spider-Man begeht mal wieder ein. Irgendwann mal kommt, dann wo wir hin müssen. Was ist denn jetzt die Mission? Peter tut im Stiftung aus. Aha, okay. Ja, dann machen wir erstmal Brooklyn. So. Sind ja gerade Miles und nicht Peter. Ja, durch den, die App können wir, glaube ich, wechseln. Wir bleiben diese Folge noch Miles und in der nächsten machen wir dann, gehen wir auf Pete. Denke ich mal. Oder die da drauf, die Folge. Mal gucken. Oh. Viel schneller. Ist nice. Wollen einen Tankwagen hochjagen? Für Tradition. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns zwischendurch nicht auch auf Experimente einlassen. Wer mit was wollte er hier wird, kann sogar unsere neuen Geschmacksrichtungen probieren. Diesen Monat Bananenbrot. Das ist gut. War das ein gutes Foto? Stell es online! Oh, sieh mal an. Zugegeben, ich bin zuerst wegen all der Artikel über seine neuen Geschmacksrichtungen hingegangen. Aber wegen der traditionellen Rezepte komme ich immer wieder. Klassiker haben ihren Ruf meist aus gutem Grund. Der Rest der Stadt wird auch bald fallen. Spider-Man schleicht okay, da rum. Ihr seid durch. Wie gefällt dir das? Da war ich unvorbereitet. Upsi, Kalupsi. Okay, jetzt ist das auch wieder weg. So, dann würde ich sagen, auf den Weg zur Buchmesse gehen wir dann natürlich auch einmal nochmal hier hin. Heilung der Welt. Ja, das ist ja das Ding von Oh, ich bin untröstlich. Pete.
So, wir wollen jetzt erstmal zu Prowler. Das ist wahrscheinlich da oben. L2. Das wird ja irgendwo an der Mauer sein. Das wird ja nicht irgendwie hier sein. Kann das jetzt? Nein! Was machst du da? Bin ich jetzt deppert? So, ich muss ja noch. Noch stärker geht das Signal ja nicht. Bin ich jetzt ganz doof? Ich habe das so gerade erst gemacht. Aber da musste ich nichts drücken. Das ist dann irgendwie. Jetzt wieder hier schneller. Ah. Ich brauche einen besseren Winkel zum Hochziehen. Komm schon. Bei dem kannst du dich doch da hochziehen. Da. 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 Okay. Laser? Was für ein Klischee, Onkel. Prowler ist doch niemals ohne Failsafe an den Lasern vorbeigekommen. Irgendwas hier muss doch das Laserfeld deaktivieren. Nee, klar, das ist nicht. Okay. Ich muss den Ventilator einspinnen. Aua. Ja. Sehe ich genauso wie du.
mein Gott. Seid ihr bescheuert hier oder was? Ne, da sind wir gerade reingekommen. Jetzt bewegen sie sich hier. Wow. Das ist nicht sein Ernst. Na bitte. Unglaublich. Kann man denn da raus? Ja. Sehr schön. Machen wir das auch. Auch schick. Yay. So. Ernsthaft? Sind wir da gerade echt an einen vorbeigedüst? Selber, das muss jetzt tatsächlich einmal sein. Yo, offenbar hast du mein Versteck in Hunters Point gefunden. Prowlers erstes Trainingsgelände. Warte, echt jetzt? Ich musste meine Technik an einem geheimen Ort testen. Wie bist du mit deinen Kräften zurechtgekommen? Ich habe das Gleiche getan. Vielleicht sind wir also doch verwandt. Ja, nur hast du deine Technologie gestohlen und mich hat eine Spinne gebissen. Wissen. Wird hier nur ganz leicht aktuell. Vielleicht da oben? Ganz da oben? Nee. Nein! What the fuck? Naja, ist wieder ein Überfall, ich weiß. Es geht auch noch da oben hoch. Da oben. Und dieser Schutz geht irgendwie oben auch noch mit. Sehr leicht. Ja, doch, von da unten. Nein. Weiß nicht, was der hat mit seinem Katapult-Scheiß, ne? Nur ernsthaft.
Das ist nicht dein Ernst. so viel zu, ich mach das mal schnell. So war das nicht geplant. Da unten irgendwo. Na, Alter. Diese Katapultkacke. Was soll der Kack? Und dann, wenn ich es brauche, dann kann ich es wieder nicht. So, hier jetzt plötzlich ziemlich stark. Irgendwie. Hinter mir. Oh ja. Boah. Ich darf den Kraft nicht so doll drücken, das ist echt nicht easy. So, wir wollen. Die Schalttafel rausziehen. No. Nee. Schaltkasten. Ich schock mich mal da rein. Ein von vier Verteilerkasten. Ja. In der Chorus versteckt Verteilerkasten. L1 und Viereck. Ja, ich drücke ja die ganze Zeit, aber das will er nicht machen. Das hat die Tür nicht geöffnet. Aber den ersten Schalter aktiviert? Es muss noch mehr Schaltkästen geben, die den Rest aktivieren. Da oben noch, ne? Onkel Aaron muss einen Timer eingestellt haben. Ich muss die Kästen zünden, bevor er abläuft. Den kann ich irgendwie nicht aktivieren, warum auch immer. Jetzt. Ich hab doch L1 und. Nö. Ich will ein Akku nicht machen. Jetzt. Ja, toll, der bringt mir nichts, den hatten wir schon. Holen wir noch welche. Wir suchen jetzt mal die anderen. Der bringt mir nichts, den hattest du schon, Schatz. Da ist ein Kasten. So, vielleicht ist es der, was ich da von darauf. Ja, ja. Okay.
Brauchen noch andere Verteilerkasten. Vielleicht weiter oben. Da oben. Und noch einer. Nehmen wir noch ganz oben ein. Nein. Das wollte ich machen. Da. So, jetzt hast du alle. Ist das nur zwei? Zwei? Es ist nur einer. Achso, weil wegen Timer und so, ne? Okay. So, dann haben wir eine Etage tiefer. Das hier war auch einer. Jetzt haben wir gar keinen. Okay. Also wir haben nicht viel Zeit. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss. Und ja, dann hören wir und stören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst auch ein Abo und ein Like da. Ich verlinke euch noch andere Games, die ich bereits gezockt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.